auch ein Wikipedia-Artikel hat Bibis Beauty Palace. Ob es einem passt oder nicht, aber die Frau ist ja durchaus relevant mit über 5 Millionen Abonnenten auf YouTube. Was sagt das über unsere Gesellschaft aus? Das zu beantworten, das übergebe ich lieber an Wolfgang M. Schmidt. Bitteschön. Hallihallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich mega, dass ihr heute alle am Start seid, weil ich mich einfach so sehr auf dieses Video gefreut habe. Ich habe einfach so lange darauf gewartet, dass ich dieses Video endlich drehen darf und die Information, die in diesem Video steckt, endlich mit euch teilen darf. Der Titel hat es, glaube ich, schon ein bisschen auf jeden Fall verraten. Und zwar geht es um Bilou. Und bis jetzt kanntet ihr von Bilou immer Duschschaum. Und heute, in diesem Video, darf ich euch endlich erzählen, dass es eine komplette Bilou-Neuheit gibt. Wir haben ein komplett neues Bilou-Produkt entworfen und das darf ich euch endlich heute zeigen. Bevor ich jetzt anfange, euch die Produkte zu zeigen, werde ich euch sagen, dass es alles, was ihr in diesem Video seht, ab heute gibt. Ab heute sind die Produkte erhältlich, also ab genau in der Sekunde. Es gibt nicht nur ein neues Produkt, das kann ich schon mal verraten. Und ich würde sagen, ich fange jetzt mit dem ersten an, mit der Neuheit. Ich will es euch jetzt einfach zeigen und ich bin einfach so gespannt, wie ihr es findet und was ihr dazu sagt. Das Produkt versteckt sich in etwas und das werde ich euch jetzt mal präsentieren. Und zwar haben wir die erste Bilou-Geschenkbox entwickelt, die es eben ab heute gibt. Das ist dieser mega süße Bilou-Koffer. Ich bin in den vergangenen 2 Wochen definitiv dümmer geworden, denn ich habe mir täglich Videos von Bibis Beauty Palace angesehen. Und man merkt beim Zusehen, wie einem zunehmend die Gehirnzellen einfach weggefressen werden. Bibi, in der sich geistige Schlichtheit und ökonomische Cleverness auf bedenkliche Weise miteinander vermischen, hat mehr als 5 Millionen Abonnenten bei YouTube. In ihren Videos dürfen wir sie in ihrem Alltag begleiten. Der besteht in erster Linie daraus, dass sie Produkte kauft, Produkte auspackt und diese Produkte dann Julian zeigt. Julian ist ihr Freund, jetzt Mann. Und der hat auch einen YouTube-Kanal und dort kauft er Produkte, packt sie aus und zeigt sie Bibi. Aber neuerdings gibt es noch ein anderes großes Thema in Bibis Beauty Palace, denn Bibi ist schwanger. Wovon handeln die Videos jetzt? Nun, Bibi kauft für das Baby Produkte, packt diese aus und zeigt sie Julian. Wenn man überlegt, dass hinter den 5 Millionen Abonnenten reale Menschen stehen, muss man konstatieren, wir leben in einer sehr traurigen Gesellschaft. Eine Traurigkeit, die bereits 1999 ein Film zum Ausdruck brachte. In David Finchers Fight Club sagt der namenlose Held: "Ich blättere durch Möbelkataloge und frage mich, welches Geschirr mich als Person definieren könnte." Würde sich die Filmfigur nicht so elaboriert ausdrücken, könnte der Satz auch von Bibi stammen. Doch bei Bibi würde das eher heißen: "Boah, die Tassen und die Teller, die sind mega nice und ich glaube, die passen voll gut zu mir. Was meint ihr? Kommentiert auf jeden Fall und folgt mir unbedingt auf Instagram." Wir haben natürlich alles wundervoll sortiert. Scheiße, ist das süß. Sollen wir erstmal hier unten mit den Kästen anfangen? Ich glaub, ja, können wir machen. Diese Boxen hier, die haben wir auch gerade neu gekauft. Die finde ich richtig schön. Die sind so ganz flauschig innen drin und perfekt einfach, um Sachen aufzubewahren. Einmal in diesem hellgrau und in diesem hellblau. Soll ich es mal vorne zeigen? Ja. Und da sind die ganzen Socken drin. Sind die nicht süß? Guck mal, wir haben so graue Söckchen. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt von der Farbe alles gut erkennen. Wir haben auch ein paar dickere, ein paar dünnere Socken. Wie der Protagonist in Fight Club kauft sich auch Bibi eine Identität. Ich kaufe, also bin ich. Doch bei Bibi taucht kein Tyler Durden auf, der sie aus der Konsumhölle befreien will. Desillusionierend, ja nach gerade fatalistisch, zeigt uns Fight Club die unendliche Leere der Konsumindustrie. Eine Leere, die auch Thema ist in American Psycho. Im Mittelpunkt steht da der Protagonist Norman Bateman, der durch brutale Morde sein leeres Leben irgendwie mit Inhalt füllen will. Auch Bateman definiert sich über Produkte, teure Anzüge, Krawatten. Nun, er hat ein bisschen mehr Geschmack als Bibi, das muss man schon sagen. In American Psycho und in Fight Club ist es die Langeweile, die durch Ereignisse irgendwie überwunden werden soll.
Bei Bibi ist das anders. Die Ereignislosigkeit scheint das Prinzip ihres Kanals zu sein. Es geschieht wirklich nichts. Ich möchte behaupten, diese Videos sind noch alltäglicher als der Alltag. Interessant ist aber, dass die Titel der Videos in der Regel das Gegenteil versprechen. Da heißt es zum Beispiel in einem Titel, ein Nacktfoto von mir wurde veröffentlicht. Und man denkt, oh Gott, ein Nacktfoto wurde von ihr veröffentlicht. Aber nein, sie klärt dann irgendwann auf, irgendjemand bei Twitter hat irgendein Foto von einer nackten Frau gepostet, die nicht Bibi ist, und behauptet, das sei Bibi. Oder es gibt den Titel »Wir verabschieden uns«. Ja, da denkt man, das ist jetzt das letzte Video, das Elend hat ein Ende. Aber nein, Bibi und Julian gehen nur noch einmal in die Wohnung, aus der sie schon ausgezogen sind, um ein paar letzte Sachen zu holen. Und dann gibt es noch das Video »Das macht mich fertig, ich kann so nicht mehr«. Und man denkt, gab es den großen Knall? Ist Julian abgehauen? Ist das Haus abgebrannt? Nein, eine Grille hat sich unter ihren Kühlschrank geschlichen und Bibi möchte, dass diese Grille endlich wieder verschwindet, denn die zirpt die ganze Nacht. Offenbar lässt sich das Publikum liebend gern verarschen, immer und immer wieder. Im klassischen Theater oder im Film, da geht es um Konflikte, die gelöst werden müssen. Da gibt es eine Spannungsdramaturgie mit großen Ereignissen. Aber tatsächlich sind diese Ereignisse in einer Konsumgesellschaft ja nicht mehr vorgesehen. In American Psycho tritt das Ereignis ja nur durch die Verrücktheit des Protagonisten ein. Und auch in Fight Club ist es die innere Entfremdung, durch die Tyler Durden dann in Erscheinung tritt. Doch Bibi, bei ihr ist das ja anders. Sie affirmiert den Konsum völlig. Es gibt bei ihr keine Distanz. Sie verwandelt die ganze Welt in eine riesige Shopping Mall, in der sie als Konsumentin agiert und zugleich ist sie auch Produzentin. Sie verkauft Produkte und sie profitiert von den Werbeerlösen. Ich hab's! Nein. Gib mir mal einen Löffel oder so. Ein Löffel? Gib mir irgendwas, um das da rauszuholen. Ja, was denn? Ein Löffel? Schau, was ist das denn? Bruh. Oh, Scheiße! Du dachtest, das wäre das? Ja! Das sitzt da aber irgendwo. Ich meine, das ist wirklich, das macht mich psychisch fertig, dieses Tier. Doch ist Bibi am Ende nur ein Testimonial? Ist sie bloß die Verona Feldbusch, wie wir sie Weiland nannten, des digitalen Zeitalters? Selbstverständlich wirbt auch Bibi für Produkte und zuweilen sehr intransparent, vor allem für ihr Publikum, das man als unaufgeklärt bezeichnen könnte. Doch das Interessante ist, dass Bibi zum einen zwar ein gerissener Profi ist, der genau weiß, wie man möglichst viel Geld scheffeln kann, zum anderen scheint sie aber tatsächlich keine Rolle zu spielen. Verona Feldbusch verkaufte sich ja noch ganz bewusst als Dummchen. Bibi geht tatsächlich ganz und gar in der bunten Warenwelt auf. Bibi ist weniger Testimonial als Konsumentin und gerade dadurch ist sie das perfekte Testimonial. Ich denke nicht, dass es jenseits der Kamera eine andere Bibi gibt, die Bücher liest, die sich für Politisches interessiert, die vielleicht in einem wirklich geschmackvollen Haus wohnt. Nein, Bibi scheint wirklich authentisch zu sein insofern, dass mit ihr das geschehen ist, was der italienische Regisseur Pier Paolo Pasolini als anthropologische Mutation bezeichnet. Sie ist selbst ein Produkt der Konsumindustrie. Sie ist selbst eine Gefangene, aber sie empfindet das als Freiheit. Man mag Bibis Cleverness als zynisch empfinden. Das eigentlich Traurige aber ist, sie ist letzten Endes selbst das Opfer dessen, wovon sie glaubt, zu profitieren. Und da gibt es keine Distanz. Und weil es diese Distanz nicht gibt, können sich die Zuschauerinnen mit ihr so gut identifizieren. So erklärt sich auch die Ereignislosigkeit ihrer Videos, diese gähnende Langeweile. Bibi ist anders als frühere Berühmtheiten. Zu den Stars von einst, da sah man ja auf. Sie waren schöner, sie waren interessanter, sie waren bigger than life. In gewisser Weise setzten sie so den Zuschauer auch unter Druck, unter Zugzwang. Bibi aber entlastet ihre Zuschauer. Sie ist zwar berühmt, aber ihre Botschaft lautet, ich führe ein langweiliges Leben, ihr führt ein langweiliges Leben und das ist völlig okay. Und wenn es uns allzu langweilig wird, dann lasst uns doch einfach irgendwas shoppen. Massengeschmack TV. Gleich anmelden und 14 Tage kostenlos testen.